Mir ist es eigentlich zu warm. Ich habe 21 Grad drin. Ich mache jetzt einen Kühler. Ich gehe mal auf 18 runter. Das reicht mir vollkommen aus. Vor allem, ich habe vorhin Schnee geschippt und ich bin immer noch, mein Körper ist immer noch in Wallung vor lauter Schneeschippen. Peace. Was ist heute los? Heute ist Wintereinbruch in Deutschland. Besonders hier in Schwenz. Aber man ist ja das gewohnt, in Schwenz schaut es auch im August so aus, dass hier Zentimeter hoch der Schnee liegt. Ich will fast sagen, Kilometer hoch. Ich muss einkaufen fahren. Ich war gerade am Wertstoffhof, da hat mich gerade einer angesprochen. E-Auto. Gibt auch Leute, die E-Autos nicht schlecht finden. Und dann ist er in sein, weiß ich nicht, irgend so ein Fendt oder Markierus Deutz, ich kenne mich da nicht aus, mit den Traktoren eingestiegen und ist wieder gefahren. Da. Es hat Schnee. Jetzt hier nicht mehr so, weil der Schneeräumer durchgerauscht ist. Ein bisschen Schnee hat es. Ich kann euch das mal kurz zeigen. Hier ein bisschen schief, aber macht nichts. Ich will jetzt die Kamera nicht mehr einstellen. So, also es hat im Endeffekt, ja, keine festgefahrene Schneedecke, aber es ist so winterlich, so mit Schneematsch und auch teilweise glatten Stellen. Es hat ja trotzdem minus 1 Grad. Irgendwie taut es trotzdem schon leicht. Ja, das ist das Salz. Und dementsprechend ist das, sagen wir mal, so normale Winterverhältnisse, die man hat. Ich muss kurz die Sitzheizung ausschalten und die Lenkradheizung. Ich schalte wieder um. Da ist er wieder. So. Warum mache ich das Video ganz kurz? Und zwar höre ich immer wieder Fragen wie: Wie ist denn eigentlich ein E-Auto im Winter? Was kann das E-Auto gut, was kann das E-Auto schlecht im Winter? Im Endeffekt kann das E-Auto genau das gleiche wie jedes normale andere Auto auch. Das heißt, wenn Schnee auf der Straße liegt, ist es nicht anders zu fahren wie ein normales Auto mit Automatikgetriebe. Es verdampft nicht plötzlich, es explodiert nicht plötzlich, nur weil Schnee auf der Straße liegt. Das heißt, einfach einsteigen und losfahren. Einen kleinen Unterschied gibt es natürlich. Das Drehmoment ist extrem schnell da. Vom Anfahren her hast du eigentlich das volle Drehmoment, in dem Fall gute 300 Newtonmeter, 285 genau. Und das neue Auto, das wir kriegen, egal welches das ist, weil es sind ja drei Autos mehr oder weniger so in Planung, die haben alle das gleiche System mit 400 Newtonmeter. Und es ist schon, ja, ungewohnt zum Fahren bei Glätte. Er hat ja auch ein ASR und ESP hat er ja auch und so, alles gut. Aber das ASR regelt, finde ich, bei dem Auto ist es wenigstens so, verhältnismäßig spät. Das heißt, der hat erst einmal üblen Schlupf, dann fängt das Regeln an und dann geht es eigentlich auch ganz normal vorwärts. Wenn ich auf der glatten Straße bei Schneematsch Vollgas gebe, blinkt hier ein Licht, das mir anzeigt, du hast Schlupf, ich regel runter. Das macht er dann auch. Vorteil, im Gegensatz zum Verbrenner, also ich bin ja auch den Mercedes vorher mit Heckantrieb gefahren, oder auch den Polo, den wir jetzt noch haben. Wenn der Verbrenner die Regelung einschaltet, die Anti-Schlupf-Regelung, dann merkt man das. Merkt man, dass er ein bisschen rupft, dass er Gas wegnimmt und so weiter. Das merkst du und das realisierst du dann auch gleich, dass das wirklich jetzt einspringt, das System. Das ist beim E-Auto nicht so. Beim E-Auto ist es am Anfang so, ja klar, weil er durchgeht und dann halt plötzlich nicht mehr. Du merkst kein Regeln zwischen den Reifen oder zwischen den Rädern und du merkst auch nicht, dass die Drehzahl gleich bleibt, runter geht oder rauf geht, sondern du merkst es im Endeffekt nur, indem, weil da das Licht leuchtet. Reichweite ist im Winter geringer und zwar teilweise beträchtlich.
Ich habe ja mit dem Auto im Sommer so Reichweite so um die, also das weiteste, was er mal, oder das größte, was er mir mal angezeigt hat, bei 100% Ladung, Restreichweite waren 236 Kilometer. Angegeben ist er mit 250 Kilometer. Ich denke mal, 236 Kilometer für einen Soul EV mit einer 30er Batterie ist nicht schlecht. Dementsprechend fahre ich auch. Vorausschauend, wenn hinter mir keiner ist, gemütlich und so weiter. Im Winter, wenn man dann die Heizung anmacht, das Auto vorher auch schon vorheizt, das geht ja, allerdings nur, wenn der Stecker drin ist, dann ist es so, dass ich jetzt momentane Restreichweite, wenn die Heizung an ist, von 170 Kilometer habe. Und wenn ich die Heizung dann ausschalte, sind es meistens so um die 10 Kilometer. Ich probiere es jetzt mal aus. Ich habe hier 142 Kilometer Restreichweite. Bin schon ein bisschen rumgefahren mit Heizung. Und ich schalte die Heizung jetzt mal aus und plötzlich hat er 151. Das heißt, er hat 9 Kilometer mehr an Reichweite. Mache ich aber trotzdem nicht. Ich schalte wieder ein, weil gleichzeitig die Klimaanlage eingeschalten ist und die Fenster nicht anschlagen. Das ist wichtig. Mir ist es eigentlich zu warm. Ich habe 21 Grad drin. Ich mache jetzt einen Kühler. Ich gehe mal auf 18 runter. Das reicht mir vollkommen aus. Vor allem, ich habe vorhin Schnee geschippt und ich bin immer noch, mein Körper ist immer noch in Wallung vor lauter Schneeschippen. Das ist auch der Fall. Also du hast weniger Reichweite. Das muss man beim E-Auto-Kauf auch mit einbeziehen. Dass man sagt, man hat in die Arbeit einfach, ich sag mal, 70 Kilometer. Und zurück natürlich auch 70 Kilometer. Und ich habe keine Möglichkeit in der Arbeit zu stranken. Dann muss man das mit einbeziehen. Im Sommer überhaupt kein Problem. Im Winter kann die Sache schon anders ausschauen. Da hast du Schnee auf der Straße, der Widerstand erhöht sich durch die Nässe. Winterreifen haben sowieso einen höheren Widerstand, Rollwiderstand als ein normaler Sommerreifen, weil er gröber ist und weil er weicher ist. Das zieht da alles mit rein. Ja? Man kann es schon regeln, indem man die Heizung ein wenig so stellt, dass das passt. Aber man sollte das schon auch mit in diese Kaufentscheidung mit einberechnen. Drum zum Beispiel kaufen wir uns nicht das gleiche Auto nochmal für meine Frau. Weil A haben wir dann zweimal das gleiche Auto mit der gleichen Reichweite, bringt uns nichts. Sondern ich möchte schon ein Auto haben, wo ich dann auch einmal mehr Reichweite habe, wo man einfach auch mal angenehmer in den Urlaub fahren kann. Das kann man mit dem auch, aber man muss halt schon öfter Tankstops planen. Das muss man jetzt dann mit einem Auto, der 450 Kilometer Reichweite hat, eben nicht. So, was gibt es noch zu sehen? Also, Bodenfreiheit ist bei dem Auto, beim Soul im Winter auch ein bisschen besser als bei einer normalen Limousine, weil der halt einfach ein bisschen höher ist. Es ist kein SUV, ich möchte nicht sagen, dass es ein SUV ist, sondern eigentlich ist es, es heißt so schön Crossover, also ein Kreuzüber. Gute Übersetzung, I weiß. Das Auto ist, oder jedes Auto ist im Winter ganz normal zu fahren. Er hat Frontantrieb, die meisten E-Autos haben Frontantrieb. Soviel ich weiß, hat der Tesla keinen Frontantrieb. Den glaube ich gibt es bloß mit Heck und mit Allrad. Natürlich ist Allrad im Winter voll krass, aber das haben halt die wenigsten. Kommen wir zum Gewicht. Der hat ja über 1600 Kilo. Und das ist schon heftig für so ein verhältnismäßig kleines Auto. Karosserie ist zwar recht groß, du hast da hier viel Platz, aber von der Länge her ist er, glaube ich, 4,17 Meter, glaube ich. Also der Golf ist, glaube ich, sogar länger. Also er ist eigentlich kein großes Auto. Er sieht bloß größer aus, weil die Karosserie halt ein bisschen hochbeiniger ist und alles innen größer ist. Gewicht ist im Winter gut. Je mehr Gewicht ein Auto hat, umso besser ist es bei Glätte. Wenn es bergauf geht und wenn es gerade geht. Bergab ist Gewicht wieder schlecht. Ja, da kannst du Allrad haben, was du willst. Da hilft dir kein Allrad, wenn du
bergab fährst, hilft dir einfach bloß eine gute Bremse. Und wenn ein Auto leicht ist, bremst das halt einfach besser her. Winterreifen, er hat 205er Winterreifen drauf, die sind eigentlich mir viel zu breit. Oder sind sogar 215er, ich müsste mal schauen. Ich schreibe es da oben hin, was das für welche sind. Da muss ich jetzt gleich gucken. Das heißt, auch Gewicht ist im Winter nicht schlimm oder nicht schlecht. Außer du fährst bergab. Aber das hat ja jedes Auto auch, also auch Verbrenner. Also, das soll kein so langes Video werden, 9 Minuten ungefähr, okay. Was soll das jetzt heißen? Das heißt, im Endeffekt ist ein E-Auto absolut gleich zu sehen mit einem Verbrenner im Winter. Außer, dass die Reichweite nachlässt, aber selbst das hat ein Verbrenner. Auch das hat ein Verbrenner. Jetzt schaue ich mal, ob ich da vielleicht reinkomme. No. Auch ein Verbrenner braucht im Winter mehr als ein E-Auto, als im Sommer. Aus den gleichen Gründen, wie auch ein E-Auto eben mehr braucht. Aber beim Verbrenner ist es halt so, dass es nicht so auffällt, weil eben von Haus aus die Reichweite schon größer ist als bei einem E-Auto. So, jetzt blockiere ich hier alles, was zum Blockieren geht. Alter, da geht's ja zu. Also kein Grund, kein E-Auto zu fahren, auch im Winter, oder sich ein E-Auto anzuschauen, auch im Winter, weil, also Vorteil, stopp, habe ich noch, Vorteil, die Heizung, die elektrische Heizung, die schaltest du ein und nach 20 Sekunden kommt es da schön warm raus. Also das ist auch für Frauen angenehm, auch für Fockers. Ja. Das war's, viel Spaß, Servus, sagt Locker, euer Winterfocker.